Meine Freunde, Casper, alles war schön und nichts hast weh. Album Reaction. Wenn dir Content gefällt, lass mal gerne ein Abo da, lass mal gerne ein Like da. Einmal die Glocke schallern, bam, und rein da. Alter, 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 ich bin jetzt gespannt. Let's go. Alles war schön und nichts hat weh. Der Titeltrack des Albums. Puh. Dran gedacht, dass ich mir zu viel Gedanken mach. Dunkle Nächte, lange wach. Wann hört es auf, wo fang ich an? Ging so schnell dafür. Was ist das für ein Video? Das ist ja wild. Sich letztes Jahr wie gestern an. So viel Schlechtes, dass ich's Beste fast vergessen hab. Hoff mein letzter Satz, wenn's Ende naht und ich dann geh. Alles war schön und nichts tat weh. Bin immer noch nervös, red leise, stolper voran. Bau Türme von Problemen im Kopf ohne Verstand. Weit über Gebäude, durch den Smog, über der Stadt. Und wenn der Feinstaub mich nicht kriegt, dann Gott verdammt nochmal das. Was wenn die besten Tage da nur ne Phase waren? Nur der zuckende Tritt, bevor wir geschlafen haben. Nur der Suff und der Kick, bevor dann der Kater kam. Mit Vollgas in die Planke fahren. Ich wurd's leid, meine Zukunft zu diskutieren. Fing an, meine Freunde zu ignorieren und mich von Familie zu distanzieren. Wurd viel zu viel. Ich wurd's leid, meine Zukunft zu diskutieren. Wow. Fing an, meine Freunde zu ignorieren und mich von Familie zu distanzieren. Und dann passiert's. Ich explodier. Zu dir, so weit wie meine Beine mich tragen auf meinem Weg und Licht in allen Farben angeht. Ey, alles war schön und nichts hat wehgetan. Alles war schön und nichts hat wehgetan. Ja, ja, alles war schön und nichts hat wehgetan. Alles war schön, bin nie im Hier und Jetzt. Okay, ich bin ehrlich gesagt auch so ein bisschen jetzt ratlos. Der Song ist cool. Ich kann auch nicht so eine klare Struktur erkennen oder ob das jetzt die Struktur ist. Oder ich denke halt immer, da kommt jetzt irgendwie was oder so. Das Video ist wild, der Aufbau ist wild. Also hier von, ich meine, szenenmäßig. Er auf dem Meer, auf so einer grünen Insel, mitten von Blumen und... Jetzt wie meine Mama meint. Im Kopf in der Zukunft und im Herzen in der Vergangenheit. Wollt immer jemand anders sein. Schöner, besser, stecke fest und sterbe vor Langeweile. Bin weit über der Welt, schau mir den Untergang an. Oh. Depression bei Fuß, wie ein Hund bei der Jagd. Lieb immer noch die Musik mit den U's und den A's. Nimm den Fuß nie mehr runter vom Gas. Okay. Ich wurd's leid, meine Zukunft zu diskutieren. Fing an, meine Freunde zu ignorieren und mich von Familie zu distanzieren. Wurd viel zu viel. Ich wurd's leid, meine Zukunft zu diskutieren. Fing an, meine Freunde zu ignorieren und mich von Familie zu distanzieren. Und dann passiert's. Ich explodier. Renn zu dir. Wie meine Beine mich tragen auf meinem Weg und Licht in allen Farben angeht. Ey, alles war schön und nichts hat wehgetan. Alles war schön und nichts hat wehgetan. Ja, ja, alles war schön und nichts hat wehgetan. Alles war schön. Wow. Er verwächst damit. Das ich hab heute wieder dran gedacht, dass ich mir zu viel Gedanken mache. Wow. Also, ich war jetzt leicht irritiert, aber ich muss sagen, mir gefällt der Song sehr, sehr gut. Oh. Es ist ein bisschen was anderes als bisher, aber ich finde es gut. Ich finde es mega nice.
Eieiei. Back to the. Back to nature. Krass. Also, ganz ehrlich, jetzt das Ding. Oh, Provinz und Lena. Okay. Ist das Lena Meyer-Landrut? Keine Ahnung. Es ist so wild. Also. Alles war schön, nichts hat wehgetan und er ist einfach so in dem Ding. Also ich interpretiere das so, ich meine, wenn dich Bienen stechen, tut's vielleicht weh oder eher, weißt du, so dieses Herz- und entspannten Gesichtsausdruck im Sinne von, hey, auch wenn es vielleicht mal ruppig war, auch wenn es mal wehgetan hat, so er bereut nichts oder so, eigentlich war es cool und er hat so eine Gelassenheit und sich vielleicht mit Situationen abzufinden oder mit Erlebnissen, Schicksalsschlägen, so das. Da denke ich so spontan dran, wenn ich das Cover sehe. Aber das Video war eben richtig schön. Fühlt sich an wie ein Traum. Ein Glück bin ich nie wieder aufgewacht. Wir waren schon immer zu laut. Ehrenrunde Bielefeld, Jan. Moment, Alter, lass. Oh, was für ein geiler Einstieg. Was für ein geiler Einstieg, Alter. Wow. Fühlt sich an wie ein Traum. Ein Glück bin ich nie wieder aufgewacht. Wir waren schon immer zu laut. Ehrenrunde Bielefeld, Jan Platz. Auf alles, was wir geschafft haben. Deutsche Rapper Brill, Flaggen auf Halbmast. Will ne Straße mit meinem Namen in der Altstadt. Legende meiner Stadt, die Fabi-Klos. Singles auf und ab in Radios, sowieso. Kam von 20 Mann mit Duff und Boss im Falkendom. Hin zu Samstagnachmittag, Asche, Regen im Stadion. Ihr werdet sehen, wenn ich geh, was ne Lücke ich lass. Will kein Schlüssel zum AMG, will den Schlüssel zur Stadt. Dieses Glück musste ich mir nehmen, ich hab dein Glück nicht gehabt. Verdammt, ich seh doch, wie verrückt es dich macht. Freitagabend, Shit, mach alle Flutlichter an. Über der Schüko mein Logo, die Leute jubeln im Rahmen. War tot geglaubt für'n Moment, doch alles gut, bin entspannt. Im Haus am See, bitte ruf mich nicht an. Na, sie soll mich sehen. Das könnte. Es könnte der beste Song des Albums für mich werden. Die soll mich sehen. Er hat alles. Und wenn ich geh, bau mir eine Statue vom Stadion. Lass es Rosen für mich regnen. Lass es Rosen für mich regnen. Schreib meinen Namen an die Wand in jedem Viertel der Stadt. Denn sie soll wissen, ich war da. Bin wie Percy Miller, kenne keine Limits. Mir fehlt noch ein bisschen in dem Chorus, also der müsste für mich länger sein, der Chorus, aber es, der Start war wild, der erste Part von Cass war wild. Oh, ich, bitte. Reiße Mauern ein mit meiner Stimme. Falsche Freunde, echte Feinde, doch im Endeffekt das Gleiche, da bleib ich doch besser gleich für mich alleine. Mann, ich erlebe an einem Tag mehr als jeder im Jahr. Lebt den Traum, braucht deshalb auch weniger Schlaf. Das ist so ein Vergessensein, wonach ich strebe seit Jahren. Brauch nicht beten, Mann, der Segen ist da. Muss nicht alles, was ich mach, für dieses Instagram-Film. Denn was ich tat, ist in Geschichtsbüchern drin. Paar Klassiker machen, halte die Klappe, sonst dicht. So viele Schlangen im Garten, halte den Rasen getrimmt. Ich kam von unten aus dem Schlamm. Weshalb ich lieber schwarz als bunte Sachen trag. Ihr müsst alle nach L.A., damit's die Mucke besser macht. Ich ins sechste Teil zu Jungs vom ersten Tag. Ja. Sie soll mich sehen. Die soll mich sehen. Und wenn ich geh, bau mir ne Statue vom Stadion. Lass es Rosen für mich regnen. Lass es Rosen für mich regnen. Ich finde den Song so geil und attraktiv. Warum gefällt mir der so? Weil der so von Selbstbewusstsein strotzt irgendwie. Also bei Lang lebe der Tod hatte ich so Casper erlebt, der eher so in diese, ich will jetzt sagen depressive, ja doch schon depressive Richtung gegangen ist. Aber dann durch Flackern und Flimmern mich total wieder abgeholt hat und gecatcht hat. Aber hier ist er so für mich persönlich auf dem Album, also er strotzt von Selbstbewusstsein, finde ich, im Sinne von, dass das ein schöner Kontrast ist zu dem anderen Album. Und er ist so komplett raus, er haut raus. Und ich glaube, es ist auch so dieses Selbstsichere, was da so mitschwingt. Also so, das wird auf jeden Fall bei mir im Ohr gezaubert. Lass es Rosen für mich regnen. Lass es Rosen für mich regnen. Schreib meinen Namen an die Wand in jedem Viertel der Stadt, denn sie soll wissen, ich war da. Lass es Rosen für mich regnen. Lass es Rosen für mich regnen. Schreib meinen
vermissen mich noch da. Wow, das ist ein geiler Song. Lass das Rosen für mich regnen. Lass das Rosen für mich regnen. Lena? Schreib meinen Namen an die Wand in jedem Viertel der Stadt, denn sie sollen wissen, ich war da. Das ist doch Lena Meyer-Landrut. Lass das Rosen für mich regnen. Lass das Rosen für mich regnen. Schreib meinen Namen an die Wand in jedem Viertel der Stadt, denn sie sollen wissen, ich war da. Wow, das ist ein schöner Song, geil. Der gefällt mir richtig gut. Der gefällt mir so gut. Auf dem Song ist es eher so, er lässt, also ich weiß natürlich, ob sie, ich gehe mal davon aus, dass es ihn persönlich das auch betrifft, aber dass er halt einfach von vielleicht von den Ängsten von der Depri-Phase loslässt und eher in eine positivere Lebensrichtung reintriftet. TNT featuring Tour. Ah, guck mal hier, Tour kenne ich doch. Das hatte ich, wir hatten letztens, was war das, Vater von Tour gehört, ne? Auch noch mit, war das mit Südvorstadt oder so? Das war doch Tour. TNT. Wenn du mich liebst, bleib jetzt bei mir und warte. Okay, grad fragt sich nur wie lange. What? Ich werde heute richtig rangenommen, Leute. Ich werde heute richtig rangenommen. Wir hatten gerade eben Flackern, Flimmern. Jetzt hier auf dem Album TNT. What? Das ist ja richtig insane. Oh. Wenn du mich liebst, bleib jetzt bei mir und warte. Okay, grad fragt sich nur wie lange. Kannst du das Tuch spannen, denn ich glaube, ich falle, falle, falle. Seit ich denken kann, zu viel nachgedacht. Also wir müssen drüber reden, wie gut diese, wie diese Hook ist. Das ist ja mega geil. Das ist ja, es hört sich ja so gut an. Das hört sich ja so gut an. Seit ich denken kann, zu viel nachgedacht. So viel Angst ist anormal. Bipolar geht tagelang ohne Schlaf, zu träumen mit Zahnausfall. Herz in Stacheldraht, Birne weich wie ein Watteball. Up and down a fucking Achterbahn, ich will abspringen, halt die Welt ab. Ganz kurz, ich habe gerade nur das Gerücht. Also Lena und Casper, jeder hatte irgendwie gedacht, die können sich nicht leiden. Und dann kam Lena auf und sagt, okay, das ist crazy. Das stelle ich mir auch crazy vor, wenn jeder denkt, oh, die haben doch bestimmt Beef oder so. Und dann so im letzten Drittel oder in den letzten paar Sekunden kommst du dann auf das Album, auf dem Song dann, hi Lena! Ey, das ist schon lustig, ey. Danke, ihr seid so süß, dass ihr mich immer so unterstützt. Tour ist geil. Gedacht, so viel Angst ist anormal. Bipolar geht tagelang ohne Schlaf, zu träumen mit Zahnausfall. Herz in Stacheldraht, Birne weich wie ein Watteball. Up and down a fucking Achterbahn, ich will abspringen, halt die Welt an. Wenn du mich liebst, bleib jetzt bei mir und warte. Okay, grad fragt sich nur wie lange. Kannst du das Tuch spannen, denn ich glaube, ich falle, falle, falle. Kann ich so tun, fiel es mir leid. Okay, warte mal. Ich dachte jetzt, überzeichnet er das? Es hört sich bei mir im Ohr so überzeichnet an, so als, weißt du, so, hey, Tour, ja, sing mal ein Part im Chorus. Okay, soll's, Dynamik, ja, okay, wie viel? Einfach Vollgas. Fiel es mir leid, fühlst du dich schon so, bin ich allein. Bisschen ein Kraftakt, yeah. Ist es Alltag oder die Medizin, die mich krank macht? Fall am Tag vom Everest im Marianengraben, hab erkannt, dass die Karriereleiter bloß ein Hamsterrad ist. Leg dein Kopf auf meine Brust, hör wie die Bombe tickt. Engel und Teufel auf den Schultern und sie boxen sich. Ein schwarzes Loch in meinem Bauch, das die Sonne frisst. Ob das noch lange gut geht? Ey, hoffentlich. Wenn du mich liebst, bleib jetzt bei mir und warte. Okay, grad fragt sich nur wie lange. Kannst du das Tuch spannen, denn ich glaube, ich falle, falle, falle. Ich sag's, wie es ist, das ist... Fuck, scheiße. Ich hab so ein Problem gerade, Leute. Warum?
Also Track 2 mit Lass es für mich Rosen regnen war das, glaube ich, ne? Und der hier sind beides Banger. Das sind safe Banger. Ich glaube, oh, wir müssen nochmal über die Alben, über das Album, also über das Ranking reden. Es ist so gut. Es ist so gut. Casper delivered. Tour delivered. Da wird Lieferando neidisch. Wenn ich glaube, ich fahre. Roter Draht, ganz egal. Such einen aus, kap ihn ab, freie Wahl. Ja. In meinem Kopf ist TNT. Frage der Zeit, bis das alles hochgeht. Pa, pa, pa. Wenn du mich liebst, bleib jetzt bei mir und warte. Okay, grad fragt sich nur, wie lange kannst du. Ach, das. Der Song ist so schön, ich krieg Gänsehaut und würde am liebsten weinen. Gerade eben mit dem TNT, mit dem Bam, Bam, Bam. Und dann eben der Kontrast mit Tour in der Hook und in dem Chorus. Das ist so schön gesungen und so geil. Ich komme da drüber hinweg. Also heute habe ich wirklich eine emotionale Achterbahnfahrt. Ich sag's ja immer wieder. Wir hatten gerade eben vorhin Flackern und Flimmern und ich bin da schon geprimed und jetzt kommt das hinterher. Das ist ein geiler Song. Das ist eines jetzt meiner Lieblingsfolgen. Wirklich, wirklich. Folgen, Song, sorry. Guck mal, gerade das hier. Ich hab, das erinnert mich so an Kendrick Lamar mit Mad City. Da macht er doch am Anfang auch dieses Ja, ja, ja. Das hat mich gerade eben so dran erinnert. Der Zeit, bis das alles hochgeht. Pa, pa, pa. Wenn du mich liebst, bleib jetzt bei mir und warte. Okay, grad fragt sich nur, wie lange kannst du das Tuch spannen, denn ich glaube, ich falle. Kann ich so tun? Fiel es mir leid? Fühlst du dich auch so? Bin ich allein? Das ist ein Brett ohne Witz. Also ich mache das nicht, weil ich mich nicht beeinflussen lassen würde, aber wenn ich das Album kennen würde, würde ich genau das suchen. TNT Tour, Casper Reaction. Ohne Witz. Das ist ja krass. Wow. Stark, stark. Ich würde sagen, das ist einer seiner besten Songs. Wirklich. Oh. Billy Joe ist hier drauf, auf dem Album. As the sun set on a quiet neighborhood, people kept coming from up the hill to down the street. Flowers, candles, and stuffed animals laid at the doorstep. Just trying to come to terms with how a father could do that and trying to just make sense of it all, because it's a senseless thing. It's okay to feel anger at what has happened. Billy Joe habe ich ja auch schon gehört, reacted als eine First Reaction gehabt und das hat mich komplett auch abgeholt. Das war eine andere, das war eher so eine gruselige Atmosphäre, weißt du? Und jetzt, wo ich das höre, das ist eher so, Michael X war, oder Michael X war halt komplett Emotionsbombe. Ariel war so dieses Erkenntnis, oh, es geht um eine Halbschwester und krass und oh, zum Schluss nochmal extrem emotional. Billy Joe fand ich aber ehrlich sehr, sehr gruselig. And it was wrong. Also gruselig im Sinne von. Oh, what? It's okay to feel sadness at what has happened. It's indeed heartbreaking. Und er hat ja, was war denn das? Er hatte doch in dem irgendwo hat er doch auch mal gesagt, das hatte ich glaube ich bei Ariel nochmal vorgelesen von Genius, ne, dass er gesagt hat, so, er möchte keine depressiven Lieder mehr schreiben und er hat immer Angst, ein Album zu machen, weil wenn er irgendwie ein Album macht, stirbt jemand und deswegen. Und jetzt höre ich mir gerade, und jetzt stelle ich mir vor, du hörst dir das Album an und jetzt kommt das hier und ich denke, oh nein, bitte nicht, ich bitte nicht. Oh. Krass, ja, stimmt. Ich
fange an zu zittern, jetzt mal ohne Witz. Ich weiß nicht, was das ist, aber mich holt es heute so ab irgendwie. Ist es so tief ergreifend und so rührend für mich, aber auch gleichermaßen so geil. Das ist wie so eine Welle zu reiten. Kennst du das? Zwischen so, oh, du weißt nicht, ob es zu viel wird, so von dieser, es sind einfach so viele Gefühle da, was geil ist. Das Album könnte wirklich zu meinem Lieblingsalbum werden? Fragezeichen. Das ist immer so schwierig. Ich würde eher so sagen, wir machen auch ganz zum Schluss, wenn wir alle Alben durch haben, irgendwann mal, ja, da machen wir auch so ein Tier-Ranking. Da können wir uns mal, glaube ich, dann ausführlicher damit beschäftigen. Aber das sind ja richtig krasse Songs drauf. Vaterpflichten und Schlafverzicht, Xanax-Pillen nach Ratsvorschrift. Flog als Captain der Staffel Apache Tigers mit Granatensplit im Knie, das Nerven nennt ein Fugazi sind. Mit Wespennest im Kopf an der Brust, einem bronzenen Stern. Kann er nachts in Panik wach, die Kampfhelikopter noch hören. Tiefen Glaubens und hofft jeden Sonntag, dass Gott ihn hört. Von der Medizin immer schlapp, nen Job bekommen zu schwer. Brachte nen Affen auf Bagdad mit, hat ihn fest im Klammergriff. Für den das ganze Geld ins Loch in Papas Sam verschwindet. Kam beladen mit Särgen von Kameraden zurück, überbrachte die tragischen Nachrichten mit. Da waren Blumen vor der Tür mit gefalteter Flagge. Rekruten, die salutieren nach geschossener Salve. Die zählen Halleluja, verschweigen die Narben. Also die Story dazu kenne ich und ich habe ja schon gesagt, ich finde es gruselig, es ist so krass und ich irgendwie, er tut mir so leid, er hat ja wirklich, wirklich so viel auch Kacke erlebt im Leben. Es ist ein krasser Song. Abgesehen davon, musikalisch, wie gefällt es mir richtig, richtig gut. Also auch im Hintergrund so dieses, es ist so schön. Also das Album ist musikalisch, ist echt nochmal, wow. Sag mir, wie das weitergehen soll, gehen soll. Sag mir bitte, wann es sein Haus. Das finde ich auch geil. Dieses, wann ist ein Haus ein Heim? Das ist irgendwie geil. Also, wenn man so drüber nachdenkt, das ist richtig schön. Es ist irgendwie bittersüß, auch hier, ne, wenn ich nachdenke, okay, ja, okay, komm, ich lass erstmal laufen so. Aber das ist so, es kommen so viele Emotionen hoch und Gedanken und alles, aber es ist jedes Mal, also ich höre den Track, glaube ich, zum zweiten Mal jetzt. Beim ersten Mal hören, in meiner ursprünglichen Reaction, kannst du dir auch mal angucken, so, es hat auch nochmal anders gehittet, aber jetzt auch beim zweiten Mal denke ich, oh, es ist irgendwie so eine düstere und gruselige Stimmung hier, die jetzt so mitschwingt. Wie man das verstehen soll, wann ist sein Haus sein Heim? Sie war Klassenbeste, später dann Krankenschwester, lernte einen Army-Captain kennen, gab ihm das Ja-Versprechen, war direkt schwanger, zwei Kinder, junge Mädchen, kleine Villa, gute Gegend, idyllisches Leben. Wenn er sie verließ, um zu dienen, immer monatelang, kam ein Liebesbrief in an ihn, viele Fotos und Grab. Er vermisste den tiefen Süden, seine Wurzeln da, kam aus dem Krisengebiet zurück, von Dämonen geplagt. Er redete anders, bewegte sich anders. Der 2000 Meter starre war gelähmt und apathisch, die stete Gefahr. Wenn er mit den Kids alleine blieb, der kleinste Trigger, die Bilder kamen zurück. Der Aufbau des Songs ist extrem geil. Mir gefällt das so, dass er diese Story so erzählt. Also Storytelling hier ist wirklich S-Tier. Das ist krass, ey. Die Geschichte ist halt so heftig und ich will das sagen, so, es gibt einen krassen Zufall, was heißt einen krassen Zufall, aber so was er hier gemacht hat, so, also so zur Hälfte von der Story, das gab bei uns im Ort, und ich wohne hier wirklich auf dem Kuhkaff, ne? Es ist wirklich so super klein. Da gab es eine ähnliche Geschichte und das war echt krass. Und das war gerade so ein paar Straßen weiter. Und nach außen hin hast du auch immer gedacht, jo, easy, 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 und so dieses Reihenhäuschen und dieses Idyllische, und dann passiert sowas und dann denkst du ja, what? Gebiet zurück, von Dämonen geplagt. Er redete anders, bewegte sich anders. Das finde ich krass, dieses, er bewegte sich anders, redet anders. Das ist so dieses, es ist,
auch mit den Dämonen und so, das zeichnet so ein Bild von einem Typen an, der gebrochen ist, beziehungsweise halt der irgendwie Scheiße erlebt hat. Und dann, wenn das so, also ich habe vorhin auch schon mal gesagt, oder in einer anderen Reaction, wenn das so auf den Default-Modus von einem, also Erlebnisse so krass prägend sind, dass du dann einfach deine Persönlichkeit änderst. Und andere, die das mitbekommen, die dann total schockiert darüber sind, weil das muss ja auch krass sein. Ich stell mir vor, da kommt jetzt dein Mann wieder zurück so aus dem Krieg und dann ist es aber nicht mehr dein Mann, weißt du, was ich meine? Und dann ist es, wann ist es ein Haus, ein Heim? Ist es irgendwie auch crazy? Also fühlt es sich oder fühlt man sich dann persönlich in dem eigenen Körper heimisch? Oder ist es einfach nur der Körper? Weißt du, was ich meine? Also wenn so ein Teil irgendwo bleibt und du physisch wieder gehst, aber trotzdem irgendwie sowas dort bleibt, das ist voll ergreifend. 2000 Meter Starter war gelähmt und apathisch die Städte. Der 2000 Meter Starter, was sagt er? Wegte sich anders. Der 2000 Meter Starter war gelähmt und apathisch die Städte Gefahr. Wenn er mit den Kids alleine blieb, der kleinste Trigger, die Bilder kamen zurück. Da waren Blumen vor der Tür mit gefalteter Flagge. Rekruten, die salutieren nach geschossener Salve. Die zählen Halleluja, verschweigen. Das Krasse ist ja auch, wir hatten es, glaube ich, gestern beim Football gucken, ne? Mit Goldie hatte ich da drüber und er meinte dann auch so, weil da kam so eine Werbung über mentale Gesundheit und in Amerika, nee, stimmt, das war keine Werbung, das war hier beim Draft eine Familie, bei der der Dad, also der Familienvater letztendlich gefallen ist, ne? So. Und dann hatten wir es auch drüber und er meinte dann auch so, ja, es ist in Amerika, es ist ja halt nicht so wie jetzt hier. Es sieht ja mit dem Gesundheitssystem auch ein bisschen anders aus und so. Und klar, natürlich gibt es Support und alles und aber Army oder sagen wir so, fürs Militär. Ich will nicht wissen, wie viele Leute, und das siehst du ja auch so, also keine Ahnung, wenn du da Autos siehst mit einem Purple Heart auf dem Nummernschild, ja, oder komplett, also Kriegsveteranen oder einfach Wets so, die dann obdachlos werden und richtig so absteigen. Und das muss ich auch sagen, das ist ein krasses Gefühl. Stell dir mal vor, du ziehst für dein Land in den Krieg und dann landest du wieder im eigenen Land auf der Straße und die Leute gucken dich mit dem Arsch nicht mehr an. Da würde ich mir auch denken, Alter, pff, das ist irgendwie crazy. Weißt du, was ich meine? Und die Luftstarren, okay, 2000 Meter Starrer. Ja, das ist das Licht an, aber keiner zu Hause. Das ist ein krasses Ding, ey. Boah, das ist... Es macht halt mit einem was. Ich glaube, du kannst ja nicht sagen, das lässt dich kalt, oder? Also ich glaube, niemand, der das den Song hört, sagt so, oder hoffe ich zumindest, jo, pff, whatever. Und eines Sonntags nach der Kirche wie immer zog er die Uniform an, ging ins Zimmer der Kinder, küsste sie, deckte sie zu, dimmte die Lichter, bevor zwei Schüsse durch die Kissen erklingen. Gab seiner Frau ein letztes, ich liebe dich wirklich. Dann ein Schuss in die Brust, zündet's Haus und dann sichern. In den 6 Uhr Nachrichten über die Bildschirme flimmern. Er kam zurück, doch ein Teil blieb in der Wüste für immer. Für immer, für immer, für immer. Er sagt es ja auch noch. Oh, das ist das, was ich da die ganze Zeit denke. Ne? Ein Teil von ihm ist woanders geblieben. Es kann natürlich auch sein, dass es unterbewusst ist, noch bei mir drin war, weil ich den Song ja schon mal gehört habe und es ist irgendwie, aber daran habe ich jetzt gar nicht mal gedacht und ich wusste nicht, dass das jetzt kommt. Aber das ist genau das, was ich meinte. So. Und dann in Kombination eben, wann ist ein Haus ein Heim? Also für mich ist es immer, je öfter ich den Song höre, ist dieses klar natürlich nach Hause kommen, das Haus, so sein Familienheim, vielleicht das Reihenhaus, kann vielleicht, ne, ist es noch das Zuhause oder ist es einfach irgendwie was, also quasi dieser Switch von irgendwas in deiner Persönlichkeit ist gestorben und du bringst einfach dieses Ding von, okay, das ist jetzt mein Zuhause mit den entsprechenden Gefühlen, mit der Family so nicht mehr überein. Das ist krass. Zurück, doch ein Teil blieb in der Wüste für immer. Für immer, für wow. Immer, für immer, für immer, für immer. Da waren Blumen vor der Tür mit gefalteter Flagge. Rekruten, die salutieren nach geschossener Salve. Die zählen Halleluja, verschweigen die Narben. Sag mir, wie das weitergehen soll. Es wird immer besser. Oh Gott.
einfach. Shot his children and his wife and set their home on fire after coming home from church Sunday. He then shot himself. Two beautiful kids, a smiling wife, a nice home, all of what should have been a happy life. Krasse Scheiße, oder? Stell dir das mal vor. Also ich hoffe einfach, dass es sowas in seiner Family sich nicht mehr wiederholt oder tragische. Der Song heißt jetzt nicht Zwiebel und Matt, die Vergessenen Part 3. Ist das dein Ernst, Casper? Ich wollte gerade eben sagen, wie herzergreifend es ist und wie mich das jetzt mitgenommen hat. Und jetzt kommt der Song Zwiebel und Matt. Oh, Casper. Okay, ich bin gespannt. Also die Vergessenen kennen, also nur mal kurz, um es abzuschließen, krasser Song, musikalisch wirklich richtig geil. Also der Song ist, bis jetzt ist dieses Album auf dem Weg, mein Lieblingsalbum zu werden. Ich sag's, wie es ist. Wobei XOXO immer noch so für mich S-Tier ist. Eins oben drüber. Aber wie gesagt, das machen wir an zu gegebener Stelle. Zwiebel und Matt, die vergessen Part 3. Wir kennen Part 1 und 2 von XOXO, eben besagt, ne? Der Druck steigt und Dammit, wie hieß denn der zweite Song? Egal. Auf jeden Fall Part 1 und Part 2. Blutszenen, glaube ich, gell? Und jetzt haben wir Zwiebel und Matt, passt irgendwie jetzt thematisch. Wie war denn das? Der Druck steigt, Blutszenen, Zwiebel und Matt. Okay, wenn du beim Metzger bist und sagst, ich will ein Zwiebel und Matt Brötchen und es ist keins mehr da, dann steigt der Druck. Nee, andersrum. Du bist beim Metzger, du hast Bock auf ein Matt Brötchen. Du sagst zu der Fleischerei-Fachverkäuferin, ich hätte gern ein Matt Brötchen bitte. Sie guckt dich an und setzt an zum Schütteln des Kopfes. Bei dir steigt der Druck, weil du das unbedingt willst und denkst dir, wenn es jetzt kein Mettbrötchen mehr gibt, gibt's Tote. Ich weiß nicht, warum mir das jetzt in den Sinn kam, aber interessant. Der Druck steigt, Blutzehen und jetzt halt Zwiebel und Mett. Okay. Bibel am Bett neben der Kleinkaliber liegt, seit es Heime wieder gibt. Man morgens Kirchen, abends Kneipenlieder singt, es mehr Friedhof als Kindergarten gibt. Sind Rasen kurz und Hecken hoch, Anzugsschuhe fleckenlos. Der Kegelclub Hetero, die Revolution riecht nicht wie Diesel, der brennt, sondern wie Zwiebel und Mett. Und jeder Samstagmittag bebt im Gesang der Rat. Moment, da muss ich nochmal reingehen. Also der Song ist unheimlich schön und ist irgendwie auch hier überraschend schön. Aber was waren nochmal diese Zwiebel- und Mett-Line? Was riecht wie Zwiebel und Mett? Da muss ich nochmal rein. Sind Rasen kurz und Hecken hoch, Anzugsschuhe fleckenlos, der Kegelclub Hetero, die... By the way, was ist denn das für eine geile Mucke, ey, mit der Gitarre und mit diesem dum dum dum. Es ist... Oh. Das ist so gut. Hecken hoch, Anzugsschuhe fleckenlos. Der Kegelclub Hetero, die Revolution riecht nicht wie Diesel, der brennt, sondern wie Zwiebel und Mett. Und jeder Samstagmittag bebt im Gesang der Rasenmäher. Dank Amazon die Ladenflächen leer. Schule nur bis 10. Dann ab zum Militär. Die Zeit rennt und wir langsam hinterher. Und ein Verrückter brüllt das Ende seiner Armageddon-Schild hängt um den Hals. Der Fernsehprediger mit glänzendem Haar sagt, das Ende sei da und wir fahren zur Hölle, yeah. Wir fahren zur Hölle, yeah. Das Ende ist da. Wo die Fahne weht fürs Vaterland, genäht und made in Pakistan. Erzählt man sich bei Raki Schnaps, wen man fickt, nicht wen man wählt, das bleibt privat, verdammt. Aus Protest gegen Protestlieder, dem nervigen Greta Mädel und Weltklima. Gut, nicht wegen der Line, sorry, aber der Song ist so geil. Der Song ist so geil. Das ist so eine Anspielung vielleicht auch auf, ich sehe es gerade, typisch deutsche Mettbrötchen, ja, oder so auf dieses spießbürgerliche, dieses einfach mal durchrassieren, Zwiebel und Matt, so stereotypisch vielleicht. Und Casper ist ja auch so ein Freund, auch die Problematiken anzusprechen und nix hinterm Berg zuvor, wie ich. Du kennst mich ja, ich habe die Superpower, kein Sprichwort richtig auszusprechen. Du weißt, also er hält nichts hinterm, wie war das, hinterm Berg vorhalten oder so.
Er spricht das aus, was er denkt, und das finde ich großartig. Und hier in dem Song hörst du raus Kritik eben an der Gesellschaft oder an dem. Und er schafft es irgendwie auch hier, klugen, intelligenten Rap zu machen und Texte zu schreiben, bei denen man schmunzelt, weint, lacht, sich echauffiert und betrübt ist zugleich und dann doch zu glücklich. Naps, wen man fickt, nicht wen man wählt, das bleibt privat, verdammt. Aus Protest gegen Protest. Das ist krass, das stimmt. Ey, das ist, da darf ich auch hier mal was dazu sagen? Nein? Okay, ich sag's trotzdem. Das ist so interessant, ne? Bei Raki, so wen man, genau, wen man fickt und nicht wen man wählt, das bleibt privat, verdammt. Ohne Witz, das ist so krass eigentlich, so total irrsinnig, wenn man sich das vorstellt, gell? Oder was manche Leute dann eben so sagen, wäre so privat und das hat in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Meanwhile, du bist auf der Facebook-Seite oder, ja, okay, nee, Instagram oder irgendwo und du denkst dir, Moment, warte mal, was postet denn der? Ist das nicht der gleiche, der gesagt hat, nö, ich will nicht alles, ich will nicht gläsern sein und was, ne, so, aber im Endeffekt, oh, das ist so krass, also diese Doppelmoral ist manchmal echt crazy, aber ja, auch dieses, was Leute dann denken halt, gell, und das ist, manchmal catcht mich das auch immer und ich denk so, uff. Made in Pakistan. Erzählt man sich bei Raki Schnaps, wen man fickt, nicht wen man wählt, das bleibt privat, verdammt. Mega paradox eigentlich, gell? Aber ja, so, das ist so krass, wie jetzt, wo er das sagt, fällt mir das auf und ich denke so, okay, stimmt, scheiße, da ist echt was dran, das ist irgendwie so dumm. Aus Protest gegen Protestlieder, dem nervigen Greta Mädel und Weltklima. Nen Hund aus Rumänien gerettet, aber Menschen auf hoher See sollen verrecken. Und jeder Sonntagmittag schweigt mit den alten Eimen mit. Seit der Bahnhof stillgelegt ist, führen die Gleise ins Nichts. Die Biker ticken am Kreisel an die Kids. Der Zahn der Zeit mit Amalgam befüllt. Und ein Verrückter brüllt das Ende seiner Hand. Armageddon-Schild hängt um den Hals. Der Fernsehprediger mit glänzendem Haar sagt, das Ende sei da. Und wir fahren zur Hölle, yeah. Wir fahren zur Hölle, yeah. Wer von euch kennt The Smith? Wie hieß das mit The Sun? War das The Sun von The Smith? Also hier die Band von Morrissey. I am the... War das das... Oh shit, war das... Egal, wenn du weißt, was ich meine, das hört sich so ähnlich an hier, der Abgang von dem Chorus mit dem, das Ende ist so, warte. Wir fahren zur Hölle. Das hier, das hört sich so ähnlich an, du weißt, was ich meine, dieses I am the sun, I am the, so dieser Song von The Smith, ist extrem krass, oder war das von Morrissey? Nee, ich glaube, das war von The Smith. Das hört sich so ähnlich hier an, so dieser Abgang nach unten irgendwie, krass. Ja. Das Ende ist da. Oder? So ein bisschen erinnert das daran. Aber hat er zum Beispiel ja auch, der hat doch auch bei Casper doch auch auf Michael X irgendwie gesagt, auf dem Boden, nee, stimmt nicht, bei XOXO war das, ne? Auf dem Boden liegen, Smiths Platten sprechen lassen, kurz vergessen machen. Von daher könnte es vielleicht, ich weiß noch. Am Rand der Landstraße stehen. Kreuze mit Namen in Klarsichthöhlen. Die Nation lacht am Mainweg grillen. Und die Zeit steht still. Und ein Verrückter brüllt das Ende seiner. Armageddon-Schild hängt um den Hals. Der Fernsehprediger mit glänzendem Haar sagt, das Ende sei da. Und wir fahren zur Hölle, yeah. Wir fahren zur Hölle. Ey, ich höre das so krass, ey. Das ist, aber manchmal ist es so, ne? Wenn so das Reticular Activation System wummert und du siehst auf einmal nur das oder hörst nur das, was du so hören willst, aber das ist crazy. Ich krieg's nicht mehr aus dem Kopf. Ich finde, manchmal habe ich das Gefühl und jetzt ist dieses Gefühl da, dass, warum ist Casper so underrated oder so? Also ich weiß, jetzt sagst du, ist er bestimmt nett, aber ich meine, ich finde, er müsste noch viel, viel, viel größer sein. Ich hoffe nicht, dass du das bei deinem ersten Date hörst. Wir fahren zur Hölle, yeah. So ein schöner Song. Das Ende ist da. Geil.
Zwiebelomet. Jetzt macht das auch ein bisschen Sinn, so im Kontext, also, ja. Oh, Part 4 direkt hinterher. Was geht denn hier ab? Das bisschen Regen tut doch nicht weh, schadet doch keinem noch. Nie hat Regen. Das bisschen Regen, okay? Let it rain, Casper. Als der Regen fiel, waren die Bars noch gefüllt. Kein Riesending, jedes Jahr haben wir Stürme so wie die. Fenster verbrettert, Garagen verriegelt. Wasserflaschen und Doppel-A-Batterien in Regale gefüllt. Dosenfraß vom Supermarkt im Wagen getürmt. Schau die Nachrichten gar nicht an, da wird Panik geschürt. Wegen dem bisschen Regen fahren wir gar nirgends hin. Das bisschen Regen. Das bisschen Regen. Das bisschen Regen. Das bisschen Regen. Das bisschen Regen wurde ein Fluss, als der Damm brach. Die Winde fegten, der Gestank kam, als die Luft knapp war. Wasser bis zum Hals stand. Die letzte Rettung, das Dach der Nachbarn war. Wir lauschten im Radio. Die Nacht kam und ging. Die Stadt, wie wir sie. Das ist. Geiler Song. Auch hier. Also, das Album ist auf dem Weg, sage ich euch so, wie es ist, mein Lieblingsalbum von ihm zu werden. Auch wenn ich jetzt sage, XOXO wird immer, 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 immer an erster Stelle für mich, glaube ich, sein. Einfach weil es das gewisse Etwas hatte, was mich wirklich zum ersten Mal richtig geflasht hatte. Aber das kommt direkt dahinter. Das ist so crazy. Das sage ich wahrscheinlich bei jedem Album. Oh, das ist jetzt mein Lieblingsalbum. Das ist jetzt Lieblings. Aber ey, du weißt, ey, XOXO ist so geil. Ich appreciate das so krass, dass einfach ein Künstler so mir ein Glücksgefühl in den Bauch zaubert. Und immer wieder. Das ist schön. Das bisschen Regen. Das bisschen Regen. Das bisschen Regen. Das bisschen Regen wurde ein Fluss, als der Damm brach. Die Winde fegten, der Gestank kam, als die Luft knapp war. Wasser bis zum Hals stand. Die letzte Rettung, das Dach der Nachbarn war. Wir lauschten im Radio. Du weißt, was ich jetzt sage, ne? Nachbar, diese Binnenreimkette hier ist geil. Die Nacht kam und ging. Die Stadt, wie wir sie kannten, lief. Unter schwarzem Schlamm begraben, tief im Wasser, das unaufhaltsam fließt. Raben in den Trauerweiden. Thron über dem Strom aus Mauerteilen und treiben in grau-weißen Körpern an Baumzweigen. Oh ja. Am Tag, wo die Musik schwieg, Sirenen in Dauerschleife. Hubschrauber kam, aber nicht zur Rettung, sondern für Zuschauerzahn. Der spendet Sondersendungen, sucht näher ran. Marila, wo, was haben wir dir nur getan? Ein bisschen weh. Er klingt so reif, so erwachsen und so. Boah, der Song ist richtig gut. Der ist richtig gut. Wie gesagt, die Binnenreimkette richtig geil. Und das ist dadurch, dass es halt die Drums und das Piano und so, das fühlt sich so auch hier wieder mega organisch an, aber das ist ein starker Song, ey. Der ist richtig schön. Wow. Das ist cool. Nach der Flut kam die Sonne. Mit der Sonne dann Hunger, mit dem Hunger der Frust, danach aus Wut auch das Plündern. Unser ganzes Hab und Gut unter den Trümmern, sie sagen, wir sitzen im selben Boot, doch manche bequemer. Denn wenn das Konto stimmt, ist es kein Problem. Der Rest wurde ins Stadion reingezwängt, wo Panzerwagen fahren und die Garde steht, die Frauen nein schreien und um Gnade flehen, die nach. Oh, Katrina? Der Rest wurde ins Stadion reingezwängt, wo Panzerwagen fahren und die Garde steht, die Frauen nein schreien und um Gnade flehen, die Nahrung fehlt. Das bisschen Regen. Das bisschen Regen. Das bisschen Regen. Das bisschen Regen. Solange Kermit die Posaune noch spielt, Dr. John's Piano durch die Straßen erklingt. Danny Barkers Gitarre darf vom Kater noch schwingt. Louis Armstrong von all den wunderbaren Sachen noch singt. Ist hier die Hoffnung nicht verloren, nur die Sachen, die wir lieben. Hoffnung nicht verloren, nur die Sachen, die wir lieben. Hoffnung nicht wortlos.
Leben vergessen. Wir, die vergessen. Krass, er wirkt so Kafka-esk hier auf dem Song, das mag ich total. Also Casper lässt dir wirklich los, finde ich gut, finde ich gut. Wo warst du? Das denke ich mir die ganze Zeit, ey, das Album oder Casper, wo warst du die ganze Zeit? Warum habe ich dich nicht so auf dem Schirm gehabt? Das ist so schön, neue Musik zu entdecken, die man so richtig fühlt. Das ist geil. Das wird unser Jahr, haben wir gesagt. Diesmal wird's anders, alles nach Plan. Wir reißen uns zusammen, retten, was zu retten ist. Nun willst du Zeit für dich allein, um zu dir selbst zu finden. Und ich bin 7 Stunden hinter dir her. Lieg allein im Bett und guck dein Instagram leer. Zwischen uns Welten, nun ein pazifisches Meer. Ich lieg im Bett und guck dein Instagram leer. Das ist auch krass, ne? Wenn du jemanden vermisst oder denkst so, ey, und ich guck dein Instagram leer. Das ist eine schöne Zeile. Selbst zu finden und ich bin 7 Stunden hinter dir her. Lieg allein im Bett und guck dein Instagram leer. Zwischen uns Welten und ein pazifisches Meer. Das Telefon bellt und wir brüllen uns an, bis die Stimme erzählt. Ja. Wir wachsen auseinander, fühlst du das auch? 1000 Elefanten verwüsten den Raum. Es wird antarktisch kühl und ich glaub, ich geb auf. Doch wo warst du? Und was hast du gemacht? Woran gedacht? Noch geschlafen oder wach? War noch Tag oder schon Nacht? Fuck, ich hab den Überblick verloren. Über dich, über mich, den Mist, in dem wir sind. Entwicklungen, die das nimmt in uns drin. Doch wo warst du? Wo warst du? Sag, wo warst du? Wo warst du? 1000 Kilometer zwischen uns. Deine Liebe Rom, alle Wege führen drumherum. Zu dumm, hab ich's doch mal geschafft. Anzukommen hast du schon alle Koffer gepackt. Und sammelst weiter Souvenirs um den Erdball. Schaffst Platz im Regal für den Ernstfall. Sagst, wir müssen reden und auf einmal nur schwer. Und ne Bowlingkugel da, wo mein Herz war. Ja. Wir wachsen auseinander, fühlst du das auch? 1000 Elefanten verwüsten den Raum. Was krass. Es reicht nicht, dass ein Elefant im Raum ist und keiner mag das vielleicht aussprechen, aber 1000 Elefanten, ne? Das ist crazy. Also im Sinne von, ich kenne die Situation gut genug. So, man weiß, dass was kommt und du weißt ganz genau, hey, man will es ja nicht sagen, aber wenn eine Beziehung oder wenn eine Freundschaft ein Ablaufdatum hat und man fühlt es so und keiner will es aber auch aussprechen und das ist eben eine ganz komische Situation und so, ne, auch hier der Druck steigt, um es mal mit Caspers Worten zu sagen, eieiei, das kann einen schon ganz schön reinziehen. Das ist auch hier ein crazy Song. Ich bin, irgendwie frage ich mich gerade, gibt es auf dem Album hier einen Song, der nicht so gut ist? Weil ich sage bis jetzt immer geil, 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 aber bis jetzt ist es für mich so. Außer vielleicht bei dem allerersten. Den fand ich aber irgendwie, der hatte was, aber bei dem habe ich jetzt nicht so 100%ig gesagt, boah. Aber bis jetzt wird es irgendwie, also die anderen Songs sind richtig krass. Das ist echt wild. Verwüstenden Raum. Es wird antarktisch kühl und ich glaub, du gibst auf. Doch wo warst du? Und was hast du gemacht? Woran gedacht? Noch geschlafen oder wach? War noch Tag oder schon Nacht? Ich hab den Überblick verloren. Auch hier im Hintergrund mit der Melodie, ich find's so gut. Er spielt auf dem ganzen Album mit unterschiedlichen Melodien, mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Das ist irgendwie erfrischend. Also kein Song hört sich so wie der andere an. Klar ist, passt es zusammen und klar hat es auch eine gewisse Identität auf dem Album. Aber ich finde, man hört da auf jeden Fall, ja, man hört da eine Zugehörigkeit raus, aber trotzdem eine gewisse Frische. Über dich, über mich. In dem wir sind, Entwicklungen, die das nimmt in uns drin. Doch wo warst du? Wo warst du? Sag, wo warst du? Wo warst du? Wo warst du? Wo warst du? Sag, wo warst du? Wo warst du? Wo warst du? Wo warst du? Doch wo warst du? Und was hast du gemacht? Woran gedacht? Noch geschlafen oder wach? War noch Tag oder schon Nacht? Fuck, ich hab den Überblick verloren.
cooler Song. Wo warst du? Irgendwie auch wieder so bittersüß. Wolken sind tief gelegt. Nächstes Leben, das hatten wir, da hatte ich eine Reaction schon so gemacht, das hatten wir mal einzeln auf dem Stream als Vorschlag hier, deswegen Liebe geht raus an A-Squad. Den Song fand ich richtig geil. Ich will dich wieder sehen, mich tröstet der Nieselregen. Was für ein mieses Leben. Wolken sind tief gelegt. Ich will dich wieder sehen, mich tröstet der Nieselregen. Was für ein mieses Leben. Wieder die besoffenen SM. Der Einstieg von Casper hier in den, das ist geil, das ist richtig crazy. Also wirklich. Wolken ist tatsächlich ein Solo-Song von Haiti und Casper hat den mit ihr für die Platte quasi, okay, krass. Okay, der Einstieg hier, das ist so schön. Ich weiß nicht, weil, also sie kann mega gut singen, ich mag sie total. Auf dem Track hört sich das krass an und der Einstieg, wenn das dann so musikalisch auch so ein bisschen nach unten geht und Casper, das ist eigentlich, er ist prädestiniert für solche krassen Einstiege, die so theatralisch wirken sollen, ne? Wenn er so auch von der Stimme dann hier drauf, ist es cool. Was für ein der Kontrast ist so geil. Wieder die besoffenen SMS. Tief in der Nacht und wieder nehme ich dich dann doch zurück. Dein Atem Benzin und im Kuss Zigaretten. Da war kein Schmetterling im Bauch, doch in der Brust ein Insektennest. Spar die Lügen, weiß genau wo du warst. Hör die Scheiße doch schon zum tausendsten Mal. Diese gottverdammten Auf und Abs am laufenden Bahn. Bin total im Arsch, doch brauche dich nah. Wolken sind tief gelegt. Es ist ein wilder Song, also ich weiß gar nicht mehr, was habe ich denn bei der Original Reaction, ich weiß nicht, First Reaction bei mir, bei dem Song war auch irgendwie wild, da kam ich gar nicht so richtig drauf klar, und jetzt beim zweiten Mal hören, habe ich irgendwie auch so das Gefühl, der Kontrast ist richtig krass, also da klafft irgendwie so mega das Loch und trotzdem ist es irgendwie cool, also ich sag, der Song gefällt mir einfach aufgrund dessen, dass der so mega strange ist, in dem positiven Sinne. Wolken sind tief gelegt. Ich will dich wieder sehen. Mich tröstet der Nieselregen. Was für ein mieses Leben. Ich warte, doch die Zeit läuft in Hundejahr. Hass und Liebe wechselt stundenlang im Sekundentag. Zugeknallt und unterschlafen, mir geht es wunderbar. Was immer wir tun, verdammt, du bist mein Untergang. Ja, ja, ey. Da war das wieder mit dem Ja, ja. Ich sage ja, Kendrick Lamar und Bad City, also das erinnert mich nur daran. Ich will jetzt gar nicht behaupten, dass das eine Referenz oder so ist, aber das erinnert mich jedes Mal daran, dass mich, da denke ich wirklich an Mad City. Oh, das ist auch ein cooler, vielleicht sollen wir, egal. Kendrick Lamar muss ich auch nochmal reinhören. Ich finde es cool. Ah, was immer wir tun, verdammt, du bist mein Untergang. Ja, ja, ey, sag einfach nix. Ja, ramm den Bankzahn in mein Genick. Ja, 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 deine Lippen sind Gift. Komm bitte wieder zurück. Wolken sind tief gelegt. Das meine ich. Also das ist so ein großer Abstand, finde ich, von den einzelnen Parts, die grandios sind. Und die Hook ist eigentlich auch geil. Also sie singt das richtig, richtig geil. Und dann aber trotzdem, wenn er mit seinem Part aufhört und dann kommt sie so, weißt du, was ich meine? Also erzeugt irgendwie so phonetisch bei mir so einen krassen, so eine Gap. Und dadurch wirkt es, glaube ich, für mich so wild und so strange. Aber ich finde es dann trotzdem gut. Wolken sind tief gelegt. Ich will dich wieder sehen. Mich tröstet der Nieselregen. Was für ein mieses Leben. Du bist mein Ketamin. Zwischen Gift und Medizin. Und wir sind voll.
Gänsehaut. Auch hier wieder, es hittet mich so krass. Es ist ein Vorschlaghammer, der mich emotional trifft. Warum ist es so gut? Warum ist es so gut? Ich weiß nicht, es ist so. Das Album lebt von Emotionen, von so einer Achterbahnfahrt. Ich finde, es hat sehr, sehr experimentelle Zeiten, eine sehr, sehr weirde und strange Kombi irgendwie. Aber da geht eine gewisse Ausstrahlung von aus, die mich so irgendwie in ihren Bann zieht. Ich kann es schlecht beschreiben. Es ist irgendwie, für mich hört es sich irgendwie, ja, es ist irgendwie so exotisch. Es ist exotisch, es klingt anders, aber in meinen Ohren durch die Melodien und durch eben auch die starken Texte, durch die krasse Bildsprache wirkt das nochmal anders nach. Und hier dieser Moment, dieser Part von Cass auf dem Song ist auch nochmal wow. Ich finde, das ist so ein, da schwingt sowas krass Bittersüßes mit in dem Text, klar, natürlich, aber auch in dem ganzen Sounddesign, so, das ist dieses Hin und Her, dieser große Kontrast an die Bridge, also diese, nicht Bridge, sondern die Gap, also hier dieses große musikalische Loch, von dem ich gesprochen habe, und jetzt so im letzten Teil wird das irgendwie geschlossen, dadurch, dass Cass hier nochmal diesen melodischen Part reinbringt und sie zum Abschluss, das ist sehr, sehr wild. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin richtig erstaunt, dass dieses Album, wie soll ich denn das jetzt sagen? Also für mich persönlich hat dieses Album so viele Songs, die ich alles Brecher finde, die richtig geil sind, die aber eher so artistisch, ein bisschen artsy, künstlerisch auf ihre eigene Art und Weise bei mir wirken. Also ich würde jetzt zum Beispiel, man kann irgendwie, oder ich persönlich würde jetzt nie auf die Idee kommen, XOXO mit dem Album zu vergleichen, weil es irgendwie was anderes ist, so ein wirklichen Werk seiner Zeit, aber das hier ist irgendwie krass anders. Finde ich persönlich. Also ich, ein sehr, sehr schöner Track. Gib mir Gefahr featuring Felix Brummer. Okay, Felix Brummer, I don't know, wer das ist. Oder? Nee, Felix. War das, warte mal, nee. Kummer hieß doch auch Felix, oder? Oh, warte mal. Ist das Kummer? Ich konnte mich noch dran erinnern, aber ey, danke. Okay. Mach es heller, mach es heller. Okay. Viel heller, viel heller. Lamp wach, Schweiß an der Wand und Bengalos in Flammen. Gib mir den Wahn, Zigaretten und Alk. Will endlich die Jugend verschwenden wie Dark. Puls zu, Ziegewehr, Pupille in ein Flutlicht am Meer. Kein Schlaf, keine Zukunft. Das ist genau das, was ich eben gerade gemeint habe mit künstlerischen Artsy. Das ist doch wild. Das ist einfach ein wildes Album. Er tobt sich ja hier komplett aus und das mag ich. Es ist gut, es ist geil. Danke, danke, danke. Mach mehr. Nächte lang wach, Schweiß an der Wand und Bengalos in Flammen. Gib mir den Wahn, Zigaretten und Alk. Will endlich die Jugend verschwenden wie Dark. Puls zu, Ziegewehr, Pupille in ein Flutlicht am Meer. Kein Schlaf, keine Zukunft, such und zerstör. Will alles auf einmal und viel, viel mehr. Mach es heller, mach es heller. Wow. Mein Blut pumpt schneller. Viel heller, viel heller. Gib mir Gefahr. Ich bin happy. Das Geile ist ja, warum finde ich das so gut? Es hört sich halt einfach voll an wie ein, ja, wie soll ich denn das jetzt sagen? Wie ein Genre-Mix aus verschiedenen eben Stilrichtungen oder ein Mix aus verschiedenen Stilrichtungen aus verschiedenen Genres. Und es fließt so alles in ein krasses Album zusammen mit unterschiedlichen Gefühlsebenen. Oh, ich mag das total. Ich kann aber mir auch vorstellen, dass ganz viele in Anführungsstrichen klassische Rap-Fans das sagen, boah, nee, das ist mir vielleicht ein bisschen zu wild oder ich weiß es nicht. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass
dass das Album gar nicht so krass ankam und dass eher vielleicht die Leute das eher appreciaten, die halt, sag ich mal, mehrere verschiedene Musikstile hören und sich denken, boah, geil, da hat er was genommen, da hat er was genommen. Ich finde aber, das macht Casper aus und das macht es für mich persönlich so als alter Metal-Konnoisseur extrem gut, aber ja, da hatte ich auch von, auch mit Alvin schon mal drüber gesprochen kurz. Ich sag mal so, ne, gute Musik ist gute Musik, egal welches Genre so. Bei mir gibt es nur gefällt mir oder gefällt mir nicht, aber ich würde nicht sagen so, ich höre jetzt nur das eine oder nur das andere so. Und deswegen finde ich es geil, dass ich einfach Neues kennenlerne und so mein Repertoire erweitere. Fühlen so viel ich kann. Ich will einfach wieder am Tag danach schwören, das mach ich nie wieder. Die ersten Versehrten kehren zurück, noch mehr Selfcare und wir sterben vor Glück. Ich will wieder bis an die Grenzen gehen. Ich will Lichter, die blenden sehen. Ich will Hitze und Enge, Kreise, die aufgehen inmitten der Menge. Mach es heller, mach es heller. Mein Blut pumpt. Der Part hier von Kummer ist auch so. Felix Brummer nennt sich bei, oder Felix Kummer nennt sich bei Kraftklub Felix Brummer. Ja. Kummer, Brummer, Felix, Felix, Kraftklub. Krass. Sein Part finde ich hier auch geil. Auch hier textlich kann ich komplett relaten. Das hätte auch Andi sagen können. Gib mir Gefahr. Es hat mich so krass, eben hier diese Stimmung erinnert mich so krass an Edo Saya. Was war denn das? Hilf mir. So ähnlich. Also von, ja, in meinen Ohren. Ich will nicht auf meinen Körper hören. Ich will einfach wieder am Tag danach schwören, das mach ich nie wieder. Die ersten Versehrten kehren zurück, noch mehr Selfcare und wir sterben vor Glück. Ich will wieder bis an die Grenzen gehen. Ich will Lichter, die blenden sehen. Ich will Hitze und Enge, Kreise, die aufgehen inmitten der Menge. Mach es heller, mach es heller. Mein Blut pumpt schneller. Viel heller, viel heller. Gib mir Gefahr. Boah, das ist so gut, ne? Mit diesem Gib mir Gefahr und das, was danach kommt, so, das ist so schön, das ist geil. Oh. Gib mir Gefahr. Ich freue mir wirklich hier einen Wolf, ey. Es ist so geil. Ich weiß, das heißt anders, aber ich weiß nicht, wie heißt das? Ich freue mir einen Keks oder so? Oder ich weiß es nicht. Ich freue mich nur gerade so sehr, dass man einfach auch hier, ne, wenn man denkt, man ist so ein bisschen isoliert von allem und man spürt das Leben nicht mehr und dann dieses, gibt mir Gefahr, gibt mir irgendwas, was meinen Puls hochtreibt, was, ne, das ist so dieses mal ausbrechen aus der Norm und mal ein bisschen edgy leben, mal ein bisschen auf der Autobahn, natürlich Safety first und so, auf der Überholspur sein, würde ich mal sagen, und jetzt nicht so, okay, ich mache mal so dieselben Dinge, sondern einfach mal auch gucken, dass man natürlich klug und mit Sinn und Verstand im Leben das Leben spürt. Also ich will jetzt nicht dazu sagen oder verherrlichen, dass man irgendwie crazy Sachen muss, die andere und einen selbst in Gefahr bringen, nein, sondern eben einfach so am Puls der Zeit zu sein, was Lebendiges, was Echtes, so kein Fake-Shit irgendwie zu haben, kein irgendwie das Leben der anderen beobachten auf Instagram, Social Media, sondern selbst am Puls der Zeit zu sein und zu sagen so, hey, lass mich raus, lass mich auf Konzerte, lass mich irgendwie dabei sein inmitten von Trubeln, wie gesagt, alles safe und so. Und das ist schön, das ist cool. Also das gibt mir Gefahr ist so eine
Hymne an das Leben und an die Gefühle, Emotionen richtig abzufeiern und auch wirklich zu erleben und nicht durch irgendwie Fernsehen, Internet, Medien, weißt du, was ich meine? Also einfach dabei zu sein, das finde ich richtig cool. Gib mir Gefahr. Ich will noch mal ganz hier kurz mal rein. Oh Mann. Ja, ist ein geiler Track. Gib mir Gefahr. Geil. Geil, geil, geil. Euphoria featuring Teute sagt mir jetzt auf den ersten Blick nichts. Wir in die letzten Züge fahren, sinken in das Gras im Park und Blitze springen über, zwischen uns glüht es schwarz. Oh. Ja. Yeah. Bis ans Limit und noch höher. Okay. Nein, es wird nicht umgekehrt. Ging kopfüber durch die Hölle, Mann. Kam zurück und war sehr. Lila diffuses Licht, inhalier pures Gift. Fülle Sekunden mit absolutem Nichts. Mit Godspeed in Zeitlupe durch die Sommernacht. Pupillen groß wie der Mond sind, bis in die Fingerspitzen angespannt. Sie sagt, wie lebendig sie wäre. Hellwach, doch spürt ihre Hände nicht mehr. Moment, Moment, Moment. Euphoria, war das? Moment, 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 Moment. Wir haben doch Emma gehört. War das auf einem ganz neuen Album drauf? Ich glaube, oder? Oder? War das? Ich weiß es nicht, aber irgendwie denke ich jetzt an Emma, an den Song, und ich weiß nicht warum. Oder war das auf einem anderen Song? Das kommt mir, die Line kam mir eben so krass bekannt vor. Das kann natürlich jetzt auch einfach Zufall sein. Mit Godspeed in Zeitlupe durch die Sommernacht. Pupillen groß wie der Mond sind, bis in die Fingerspitzen angespannt. Sie sagt, wie lebendig sie wär. Hellwach, doch spürt ihre Hände nicht mehr. Wir in die letzten Züge fahren, sinken in das Gras im Park und Blitze springen über, zwischen uns glüht es schwarz. Wir sind viel zu weit gekommen, um uns wieder umzudrehen und reden von für immer. Wir reden von für immer. Blitze springen über zwischen uns. Der Song ist wild. Das ist das, was ich gemeint habe, auch mit künstlerisch. Auch solche Songs haben irgendwie ihre Berechtigung, auf der Platte drauf zu sein. Warum? Weil sie irgendwie cool klingen. Also wenn das wirklich so diese Emma-Anleihe ist, dann muss ich mir sagen, worum geht es da in dem Lied? Worum geht es da in dem Lied? Sind hier Substanzen im Spiel? Es wäre aber eine coole Umschreibung, also entweder Liebe oder Substanzen. Das beides habe ich so im Kopf. Vielleicht ist es auch beides, vielleicht ist es auch wieder Interpretationssache. Aber es ist irgendwie, wie gesagt, es ist schön, es ist ein cooler Song und es ist mal was anderes. Auch wenn so Songs nie meine Lieblingssongs werden. Warum? Weil da auch hier das Gefälle mir zu groß ist. Also ich komme, also was heißt, ich komme da nicht so rein. Aber das ist dann vielleicht was, um was bewusst zu hören. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich höre das. Weißt du, da fehlt mir der Flow, da fehlt mir so diese Connection. Weil dadurch, dass so eine kleine Pause ist, holt mich das jedes Mal raus und rein. Aber vielleicht ist es ja auch gewollt. Vielleicht will man ja einfach auch hiermit und hat sich Casper gedacht, okay, dann geben wir ein bisschen zu, nehmen weg, geben zu, nehmen weg. Auch hier wieder so dieses Dualistische. Es ist ein cooler Song und mir gefällt die Idee mega, mega, mega gut. Aber das ist nicht so, wo ich sage, oh, Banger und so. Das nur mal ganz kurz am Rande erwähnt. Aber der ist spannend. Immer. Blitze springen über zwischen uns. Blitze springen über zwischen uns. Wir reden von für immer. Wir reden von für immer.
Sehr wild, sehr wild. Es ist ein sehr spannender Song. Das ist irgendwie wild. Irgendwie ist es auch hier wieder beruhigend schön. War das jetzt bei mir oder war das jetzt bei mir gerade oder war das in, ich bin gerade eben so erschrocken. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier war oder in dem. Okay, Fabian, da ist er ja, der Song. Da haben ganz viele Leute gesagt, ich soll mal drauf reacten. 7 Minuten 17, ja krass, ey. Aber auf Lang lebe der Tod haben wir den Closures, also hier Flackern, Flimmern war 26. Jetzt haben wir hier 7:17. Okay, also zum Ende raus macht er das Ding nochmal hier richtig lang. Okay, anyway. Let's go, Fabian. Der letzte Song, das, oder? Ist, glaube ich, der letzte. Dir geht's seit einer Weile nicht gut. Arzt sagt, da fehlen Teilchen im Blut. Keiner weiß, was es heißt. Okay. Ich weiß jetzt nicht, worum es geht oder was genau dahinter steckt, welche Story, aber das hat schon mal wieder so eine. Wirklich. War Leukämie nicht das, wenn die Weißen zu wenig weiße Blutkörperchen? Dir geht's seit einer Weile nicht gut. Arzt sagt, da fehlen Teilchen im Blut. Keiner weiß, was es heißt. Wie bedrohlich ist so schwer zu sagen, doch meistens nicht gut. Alex rief an und sagte drauf, du wärst grad auf der Fahrt ins Krankenhaus. Die nehmen Knochenmark und warten auf ein Ergebnis, das ein paar Tage braucht. Mir wummert das Herz, bin auf den letzten Metern zur Bühne und knapp 3 Stunden entfernt macht dich das Anästhetikum müde. Ei, ei, ei. Dachte dich nie so zu sehen. Tausende Schläuche vom Beeper-Gerät. Von der Chemie durch die Venen, wie gelähmt und viel zu müde zu reden. Brachte Magazine mit und Bücher von Ansgar. Ne Switch, für die du zu schwach warst. Hab's nicht besser gewusst, ey fuck man. Hab danach geweint, wie ein Kind auf der Bahnfahrt, weil ich nicht klar kam. Wie dämlich ich bin, was ich rede, wenn ich neben dir sitz. Vom Aufstieg und während ich sülz, wechselt wieder der Pfleger das Gift. Und ich denk mir noch so, wie sing ich heute lang, liebe der Tod. Oh. Wow, also das Hit of the Kids Guy komplett anders. Das ist schon heftig. Also die Story alleine, ich bin gespannt, wie es jetzt, ich hoffe, es gibt ein Happy End, ich weiß es nicht, aber es ist schon krass und so viele Gedanken, gell? Okay, ich habe mir gerade eben gedacht, man macht sich natürlich dann den Kopf und denkt sich, oh, macht das hier überhaupt Sinn und so, aber ich wollte gerade sagen, dieses bei jemandem sein, wenn es einem nicht gut geht oder so in so einer krassen Situation, ist natürlich auch extrem wichtig. Ich glaube, für beide Seiten und schön, dass man sich da auch die Zeit nimmt. Man kommt sich wahrscheinlich immer wie ein Horst vor. Also ich kenne das dann auch, so wenn du am,
am Krankenbett sitzt und du packst solche Stories aus, die total mundän sind und einfach nicht, aber du weißt auch nicht, was du sagen sollst und willst nicht irgendwie darauf rumreiten und so, sondern willst irgendwie ablenken, aber irgendwie klappt es nicht und du laberst halt irgendwie einen Müll, irgendwie belangloses Zeug und versuchst irgendwie einen Alltag herzustellen, eine Normalität, das wird aber nicht klappen und dann fährst du in deinem Kopf so einen Film und so, also ich kenne das, das ist krass, aber das ist ein krasses Talk. Die Line eben, die hat mich gerade echt erwischt. Und ich denk mir noch so, wie sing ich heute lang Liebe der Tod? Wow. Und was ein blöder Idiot nennt ein Album auch lang Liebe der Tod? Ha? Wir waren doch so gute Jungs. Wieso passiert sowas nun uns? So gute Jungs, wir haben immer noch uns. Ist Fabian einer aus der Gang, aus der letzten Gang der Stadt hier, die letzte Gang der Stadt? Ein Kumpel von ihm oder so? Ich finde es so krass, dass er das so sagt, ne? Ey, und wie kann ich das singen? Wie kann man nur so ein Album nennen? Das ist krass. Also das ist so ein bisschen diese Metakognition und diese Reflexion, ist so, drüber nachzudenken, das in einen Song zu packen, in eine Story reinzupacken, auf ein Album, über ein Album, über Song, das ist crazy. Doch so gute Jungs. Irgendwie hat diese Line, auch wenn die extrem schmerzhaft ist, bittersüß und krass irgendwie, für mich das Album, auch hier Lang lebe der Tod, wieder so ein bisschen ins Gedächtnis gerufen und ich denke, oh, das war ein schönes Album, das war ein richtig krass geiles Album, auch mit dem Ende und so. Jungs. Wieso passiert sowas nun uns? So gute Jungs, wir haben immer noch uns. Egal was kommt, was das Leben uns wirft, wir stehen zusammen, überwinden die Höhen. Denn wir sind so gute Jungs, haben für immer uns. Hol mit Martin die Krone für besten Act. Dir geschickt, steht oben am Fensterbrett. Während ich Aftershow noch einen Sekt bestell, geht die Größe deiner Jogginghosen von L zu M. Hab gehofft, du kannst die Dankesrede sehen. Trotzdem kracht dein Namen gut verstehen. Zimmernachbar schreit im Schlaf unentwegt und macht nicht mehr lang mit das Dasen übersehen. Monate gehen, die Feiertage sind nah. Doch unser Wunsch wird Heiligabend nicht wahr. Bringt mich um, wie du ganz alleine da warst. Doch jeder Besuch grad eine Gefahr, meint der Arzt. WhatsApp seit Tagen aufgelesen. Bis zum Antworten nicht stark genug gewesen. Wart auf Schreibt und drei Punkte daneben. Lange Nachrichten sind mega, weil sie heißen, gerade geht es. Und auf einmal im März ist es vorbei mit dem Schmerz. Diagnose Euphorie, nie wieder Leukämie. Wir waren doch so gute Jungs. Wieso passiert sowas nun uns? So gute Jungs, wir haben immer noch uns. Egal was kommt, was das Leben uns wirft, wir stehen zusammen, überwinden die Hürden. Denn wir sind so gute Jungs, haben für immer uns. Ich will die ganze Zeit was, aber...
Tod, stärker als der Tod. Ich wollte gerade eben sagen, ich wollte im Moment nicht kaputt machen, aber hier dieses Euphorie, nie wieder Leukämie, ne? Dann habe ich erst kurz drüber nachgedacht, Moment, warte mal, das kann das vielleicht auch sein, also ist er denn gestorben in der Story oder ist es wirklich so, weißt du, was ich meine? Weil ich dachte eben diese Erlösung, dass das der Relief sein könnte im Sinne von, hey, aber anscheinend hat er es ja besiegt, ne? Die Krankheit. Und jetzt, wenn ich das so höre, auch mit dem Coming Home, oh, das ist crazy und es ist so ein schöner Build-up. Und jetzt mit dem Chor im Hintergrund ist das krass. Also das könnte live ja auch mal komplett na wild kommen. So richtig wild, wild, wild. Und ja, es ist schön. Es ist auch schön, so ein was Positives dann dabei zu haben. Wie gesagt, ich war mir nicht sicher. Ich wollte deswegen abwarten, weil ich gedacht habe, vielleicht kommt noch was. Aber das ist so grandios. Also das ist echt schön. Oh. Ich finde es schön, dass das ein gutes Ende genommen hat, so wirklich. Und es gibt nochmal Kraft und es gibt auch nochmal so Hoffnung. Und ich könnte mir gerade vorstellen, hier habe ich so ein Live-Bild und so alle singen mit so zum Schluss. Das ist ein schönes. Also ich glaube, wenn ich den Song live hören würde, also wenn ich live dabei wäre, glaube ich, dann würden mir auch die Tränchen kullern. Gehen wir das Herzchen auf. Oh, was für ein schöner auch Abschluss für das Album. Das ist ein richtig schönes Album. Also überraschend auf allen Ebenen. Nimmt mit, begeistert und gibt Hoffnung. Und das gerade ist schön. Ich stelle mir vor, wenn Fabian, was hat denn er dazu gesagt? Gab es eine Reaction von Fabian? Das ist Spaß beiseite, aber ich glaube, wenn er den Song hört, würde er auch completely ausrasten, oder? Oh, Bienchen? Bienchen summen? Wow. Also ich muss sagen, Fabian hat mich nochmal richtig gut abgeholt. Es war wirklich eine schöne Sache, hier nochmal einen Chor mit reinzunehmen. So, das ist wirklich ein Monster. Also das Album hier hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin hin und weg. Also das war wirklich eine emotionale Reise. Heute auch wieder, Freunde. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal dabei, wenn wir die nächsten Casper-Alben, wobei die nächsten 1982 haben wir noch. Und Hin zur Sonne machen wir auch noch. Also wir haben da noch ein bisschen von. Liebe geht raus. Lass mir gerne ein Abo da, lass mir gerne ein Like da. Einmal Glocke schallern. Hilft dem Channel ungemein. Liebe geht raus. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Euer Andi.